Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ich habe auch schon ein bisschen Respekt vor dem nächsten Arbeitstag. Ja. So, nochmal zur Zusammenfassung. Wir haben diesen Kriminalfall mit den 4 Morden an Parteifunktionären, wo es verschiedenste Verdächtige gibt. Wir haben gerade ein Problem mit unseren Ressourcen. Es kommt demnächst diese Demonstration der Gewerkschafter. Also da ist jetzt viel los. Jetzt gehen wir mal raus und gucken, was wir an Sachen bekommen haben. Ergebnisse des 18. September. Wir haben 15.000 von unserem Geld ausgegeben, sind noch bei 31.000. Wir haben 5 Zustimmung der Partei verloren, sind bei 66%. Oh Mann, ey, Bergleute-Distrikt minus 2, Basar-Bezirk minus 2, Wolfram-Bezirk minus 6, Oljuf-Bezirk minus 8, weil da so viele Ressourcen fehlen, schätze ich. Tja, schließen wir den Tag. Das war nicht so ein erfolgreicher Tag. Ich finde, wir haben uns, was uns entgegengeworfen wurde, haben wir uns trotzdem ziemlich gut geschlagen. Dann schließen wir mal ab, oder? Auch gut. Ja, besser ist. Okay, geht direkt los mit einem Telefonanruf und wir haben wieder Post bekommen. Dann gehen wir mal ans Telefon. Genosse River, Jack Weed, der Gewerkschaftsvorsitzende, möchte mit Ihnen sprechen. Nun gut, möge er hereinkommen. Mhm. Okay, Gewerkschaftsvorsitzende. Guten Tag, Genosse Weber. Es ist eine große Ehre für mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag, Genosse Reed. Ich nehme an, dass Sie nicht nur gekommen sind, um mich kennenzulernen. Ja, aber zunächst möchte ich Ihnen im Namen der gesamten Arbeiterbewegung von Eisen 1 danken. Ehrlich gesagt, niemand hatte auch nur gewagt zu hoffen, dass unsere friedliche Kundgebung vom Stadtkomitee genehmigt wird. Zudem hat selbst die Miliz uns keinerlei Hindernisse in den Weg gestellt. Dies alles lässt die Hoffnung zu, dass Sie jener Mensch sind, der befähigt ist, unsere Stadt in Ordnung zu bringen und die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Oh Mann, wir kommen der Sache näher, was mit der Krankenversicherung los ist. Es freut mich sehr, das zu hören, Genosse Reed, aber ich verstehe nicht ganz, worüber Sie sprechen. Welche Ordnung, welche Gerechtigkeit? Alle Behörden von Eisen 1 arbeiten auch so mit voller Anstrengung. Haben Sie von dem neuen Krankenversicherungssystem der Arbeiter des Klaus-Wolfram-Werks gehört? Ja, Genosse Beckert hat mir davon erzählt. Ein durchschlagender Erfolg, soweit ich weiß. Hm? Erfolg? Was hat er Ihnen denn erzählt? Entschuldigung? Medizinische Versorgung erhalten die Mitarbeiter entweder gar nicht oder mit Verzögerung. Aber die Löhne der Arbeiter wurden vom Direktor des Werks, Jack Chester, auf jeden Fall gekürzt. Angeblich für die Sicherstellung der berühmt-berüchtigten Versicherung. Halten Sie das etwa für einen Erfolg? Davon hat mir niemand etwas gesagt. Warum haben Sie sich nicht an die Miliz gewandt? Genosse Weber, müssen Sie daran erinnert werden, wessen Sohn die AIS leitet? Denken Sie wirklich, dass dies Sinn hat? Wir haben versucht, beim Stadtkomitee Beschwerde noch zu Zeiten einzureichen, als Genosse Lebowski der Leiter war. Aber sie alle blieben unbeantwortet. Ich bin bereits eine Woche auf diesem Posten, aber ich habe von Ihnen noch keine einzige Beschwerde erhalten. Wir haben uns schon lange mit der fehlenden Möglichkeit abgefunden, dieses Problem nicht auf der Straße zu lösen. Aber jetzt sehe ich, dass bei uns Hoffnung aufkeimt. Kann ich Sie bitten, uns einfachen Leuten zu helfen, sich mit diesen neuen Ausbeutern auseinanderzusetzen? Puh, und jetzt können wir uns entscheiden. Reed helfen, Reed zurückweisen. Auf welcher Seite der Macht wollen wir stehen? Okay, was würde denn passieren, wenn wir ihm helfen? Ja, wenn wir ihm helfen, dann geht das alles in Richtung einer Reform dieser Krankenversicherung. Anscheinend ist die Krankenversicherung ja so, dass die Arbeiter nichts davon haben, nur weniger Geld. Das ist ja auch abgefahren. Also das sagt auf jeden Fall er. Und du merkst schon, ich werde schon wieder paranoid. Wir haben gerade erst angefangen. Ja. Wir können nicht bei der ersten Frage schon paranoid werden. Oh mein Gott.
Ich muss meine Wohnung noch heller machen, damit ich nicht heute Nacht noch verwirrt werde. Vor Angst. Ja, ich... Naja, also wenn wir ihm helfen, würde das auf jeden Fall bedeuten, dass wir alle Mächtigen dieser Stadt gegen uns haben. Das heißt, die Miliz wäre gegen uns, der Chef des Krankenhauses wäre gegen uns, der Chef dieses Werkes wäre gegen uns. Ich habe schon 4. Wieso hast du 3 und ich habe 4? Ist egal. Also wir haben mindestens jetzt schon 3 oder 4 Parteien, die uns nicht gut finden. Und ich weiß nicht, wie viel andere Dinge wir dann noch durchsetzen können. Wenn wir ihn allerdings zurückweisen, würde das nicht nur... Also es würde uns, glaube ich, jetzt auch einfach schwerfallen, bei so einer wichtigen Sache jetzt einfach zu sagen, geh weg. Will ich nicht? Nee. Also das fällt mir schwer, aber wenn die uns mit einem Generalstreik lahmlegen, haben wir in der Stadt jetzt auch nichts davon. Korrekt. Und die Krankenversicherung ist ja für die Arbeiter schon doof, aber die haben immerhin eine im Vergleich zu allen anderen. Ja, aber wir haben ja gerade gehört von ihm, dass diese Krankenversicherung anscheinend nichts bringt, außer weniger Geld für die Arbeiter. Was ja auch abgefahren ist. Total, also bräuchte es eigentlich ein anderes Krankenversicherungssystem, von dem alle was haben. Ja. Ja, und es fühlt sich so an, als ob der Leiter vom Klinikum das damit die Geld abzwacken können. Es klingt ein bisschen so. Es waren jetzt auch die Einzigen, die von uns kein Geld haben wollten, weil sie erstaunlicherweise als Einzige bei uns im Geld schwamm. Während irgendwie die Straßen nicht gut waren oder irgendwie, also alles war schlecht, bis auf das Krankenhaus. Ja. Also ich wüsste schon, in welche Richtung ich tendiere. Ich weiß aber nicht, wie es bei dir aussieht. Weil meine Tendenz würde bedeuten, alle sind gegen uns. Also bis auf ihn und seine Leute. Na, also ich stimme dir da durchaus zu, dass wir uns, wenn wir sagen, Reed helfen, wahrscheinlich potenziell einige mächtige Feinde einhandeln. Miliz, Nasenbär, Krankenhausleiter, Mokel, Chef des Werkes. Das sind 3. Der Krankenhauschef, hast du den schon? Ja. Achso, Krankenhauschef, Chef des Werkes, Miliz. Ich hätte doch vorhin 4. Wer war denn der 4? Naja, der Chef der Miliz ist verheiratet mit der Chefin der Zeitung. Bestimmt, aber bei der Zeitung wissen wir auch noch nicht so richtig, wo die stehen, weil die Chefin der Zeitung mag uns eigentlich. Ja, das stimmt. Also nur weil sie verheiratet ist mit dem, heißt es nicht, wir haben der Zeitung auf jeden Fall geholfen, genau. Von der Richtung kann aber auch was kommen. Ja, Horsti sagt, er sieht ein bisschen aus wie ein Bestatter, nicht nur ein bisschen. Das stimmt. Ja, an der Stelle bin ich so ein bisschen, ich hatte jetzt eigentlich nicht jemanden so adrett gekleideten erwartet, aber so ist es halt. Er sieht sorgenvoll und vom Leben gezeichnet aus, ein klein wenig. Aber ich mag gar nicht nach dem Äußeren gehen, weil, also wir haben jetzt potenziell 4, die gegen uns sind. Aber gucken wir mal auf der Habenseite. Die Belegschaft und die Gewerkschaft des wichtigen Werkes auf unserer Seite. Feuerwehr auf unserer Seite. Der Typ von der Eisenbahn, okay, den haben wir einmal unterstützt. Das ist jetzt nicht eine große Nummer in unserer Stadt, aber den haben wir unterstützt. Auf unserer Seite. Die Municipalität, also die städtischen Dienste, auf unserer Seite. Wir haben den pensionierten Journalisten, der uns die ganze Zeit Dossiers schreibt, auf unserer Seite. Unsere Sekretärin Helen hat uns geholfen, ist irgendwie frisch und unverbraucht, auch irgendwie auf unserer Seite. Ich hab noch einen. Ich spekuliere, dass selbst die Partei auf unserer Seite wäre. Das hat was damit zu tun, dass Horsti im Chat geschrieben hat, wieso hat denn der Jack Reed immer noch so einen Parteianstecker am Revers? Ja. Und der Logik nach, wir sind ja eingebettet in so einem kommunistischen Staat, also so einem Arbeiterstaat, heißt, dass wir etwas tun müssen, damit es unseren Arbeitern gut geht, also in dieser Parteilogik. Und wenn Leute dafür sorgen in unserem Staat, dass es unseren eigenen Arbeitern schlecht geht, müsste die Partei es eigentlich gut finden, wenn wir den Arbeitern, in dem Fall der Gewerkschaft, helfen. Ja, und noch was. Der Typ von der Miliz ist direkt reingekommen und hat gesagt, gib mir auch die Krankenversicherung. Der wollte Geld abzwacken.
Weil wenn diese Geschichte stimmt, die wir jetzt von gerade vom Gewerkschafter gehört haben, dann heißt das, auch Löhne kürzen aller Angestellten und der Chef der Miliz hätte mehr Mittel privat bekommen, weil diese Krankenversicherung ist ja ganz offensichtlich irgendein Scheiß. Und sein Schwiegervater oder sein Vater würde das alles eingestrichen bekommen am Krankenhaus. Das ist übrigens auch noch total spannend. Wir werden die ganze Zeit irgendwie auch in diesem Spiel dazu geleitet, in Familien zu denken. Also wer mit wem, wie, was irgendwie zu tun hat, weil die sind ja auch alle miteinander irgendwie verwandt, verheiratet, verschwägert. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Also wir nehmen an, dass nur weil jemand der Sohn, der Schwiegersohn oder Tochter von irgendwem ist, die genauso ticken. Wir wissen es aber gar nicht. Wir können jetzt in dem Spiel so von diesem klassischen nepotistischen Ansatz, man packt halt einfach ohne Sinn und Verstand seine Familienmitglieder in irgendwelche Regierungsjobs. Kann man machen, wird die Qualität halt nicht besser. Nee, auf keinen Fall. Jetzt, da wir nicht wissen, ob die ihre Jobs nur haben, weil sie miteinander verwandt sind oder ob sie wirklich gut in ihrer Sache sind, können wir auch irgendwie nicht so richtig annehmen, dass sie die gleiche Position haben. Ja. Und Horsti fragt übrigens im Chat, wer die Krankenversicherung gemacht hat. Das ist eine total spannende Frage, weil wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht genau, aber ich würde sagen, zwischen den Zeilen kam heraus, dass unser Vorgänger Libowski federführend daran beteiligt war, aber in Zusammenarbeit mit Beckett, der das Krankenhaus führt. Genau, und dann ist irgendwie unser Vorgänger rausgeschmissen worden. Wir wissen auch noch nicht so richtig, warum er rausgeschmissen worden ist. Wir wissen aber, dass wir aufräumen sollen. Das war ja die Idee mit dem frischen Wind und wir sind jetzt halt hier augenscheinlich der frische Wind. Ja. Und vielleicht ist er auch geschasst worden, weil sowas vermutet worden ist, aber niemand konnte es nachweisen, weil das hier so eine korrupte Stadt ist. Also wir könnten sozusagen hier was für unsere Partei und unseren Staat tun, indem wir diesem Mann jetzt helfen. Ja, und nicht nur das. Also ich bin auch total dafür, Reed zu helfen. Und nicht nur das. Ray, unser alter Kumpel, ist ja jetzt auch neu bei den politischen Diensten und so, ne? Stimmt. Das heißt, da gab es auch Umbrüche. Ja. Und unser alter Dozent ist gerade hier, weil irgendwas in der Stadt nicht koscher läuft und die Partei ihn dahin geschickt hat. Und er mag uns ja augenscheinlich irgendwie auch oder will uns helfen. Ja, ich würde jetzt einfach boldly go where the Partei has to go. Genau, wir bleiben der Partei treu. Horsti fragt übrigens immer noch, wer denn dann der Serienmörder ist, der die alten Kader tötet. Wer weiß, vielleicht ein militanter Gewerkschafter, der irgendwann sich gedacht hat, so Extremismus fängt ja immer irgendwo an und manchmal sind Leute der Meinung, sie müssten zu Gewalt greifen. Da muss dann aber wir als Staat jetzt dazu eingreifen. Nee, ich fürchte, es war die junge Frau, die wir besucht haben mit Ray, die die gesagt hat, sie hat den Schmuck verkauft, hat ihn aber nicht verkauft, weil in der Akte haben wir ja festgestellt, dass sie misshandelt und gequält wurde in diesen Waisenhäusern unter Parteiaufsicht, weil Waisenhäuser sind ja auch Staatssache. Ja. Und furchtbare Dinge erlebt hat. Und das jetzt vielleicht ihre Möglichkeit ist, sich davon zu befreien, das in irgendeiner Form zu bewältigen. Ich fürchte, dass eine Person so lange gequält wurde und dass sie nicht gebrochen ist, sondern zurückgeschlagen hat. Ist meine Vermutung. Okay, dann haben wir schon zwei Vermutungen. Das eine ist ein politischer Ansatz, das andere ist quasi der private Rachefeldzug, der sich zufälligerweise aus politischer auswirkt. Puh, ich weiß nicht, ob uns noch was Drittes einfällt. Mir fällt gerade nichts Drittes ein, aber das kommt vielleicht noch. Ja, vielleicht. Ist auch total spannend. Es gibt so ein paar Ecken, die bei dem Spiel auch durchaus mal, die ich auch vergesse. Also André hat auch gerade so ein, zwei Sachen gesagt, bei denen bei mir auch gerade dieses, stimmt, das gab es ja auch noch. Ja, ich habe ja auch einen Vorteil gegenüber allen anderen, weil ich habe mir den Stream nochmal komplett angeguckt, weil ich ihn für YouTube zerschnipselt habe. Also nicht komplett alles, aber ich bin in jede Situation irgendwie in irgendeiner Form reingekommen und so wurde meine Erinnerung aufgefrischt.
Und heute Nachmittag habe ich quasi die letzte Stunde des Streams von letzter Woche mir nochmal angeguckt, weil da habe ich die letzten Folgen geschnitten. Wir können ja in Zukunft ab 19.30 Uhr einfach die letzte halbe Stunde des Streams der Woche davor laufen lassen, damit alle sich so langsam eingerufen können. Was war los? Womit sind wir ausgestiegen? Das könnten wir eventuell machen, aber wir können ja auch, also ich finde es ja aber auch spannend, welche Sachen, also ich muss ganz ehrlich, ich habe es jetzt zwar gesehen, aber häufig ist es so, dass ich nicht an dem Tag, wo wir den nächsten Stream machen, die letzten Videos schneiden. Es war nur viel los bei mir, aber es ist dann trotzdem spannend, darüber zu reden, was denn bei dir hängen geblieben ist und was bei mir noch hängen geblieben ist. Aber jetzt helfen wir erstmal Reed, würde ich sagen. Genau. In unserem Land gibt es keine Ausbeutung, Genosse Reed. Es gibt lediglich unredliche Staatsdiener, die ihre Pflicht vergessen haben. Ich werde die Situation klären und, wenn alles so ist, wie sie sagen, werden die Schuldigen bestraft. Ich hoffe, dass alles so kommen wird, Genosse River. Und bevor ich gehe, möchte ich Sie warnen. Wenn bei Ihnen nichts klappt, dann werden wir weiterhin das machen, was uns bleibt. Demonstrieren. Ich nehme das zur Kenntnis, Genosse Reed. Auf Wiedersehen, Genosse River. Auf Wiedersehen, Genosse Reed. Puh, schicker Nadelstreifenanzug. Auf jeden Fall. Sein hätte ich auch gern. Ich weiß nur noch nicht, welche Krawatte mir stehen würde. Ich hatte früher, als ich noch in der Gastronomie gearbeitet habe, ja immer eine. Aha. Die war... Ja, also in einem Teil davon dieser Zeit. Na, mal gucken. Vielleicht gibt es das nächste Mal einen Nagelstreifenanzug. Oh. Ich bin gespannt. Naja, also, na, wir müssen ja auch irgendwann mal ein bisschen aussehen, wie der Job das von uns erwartet. Also jedes Mal hier so im ollen Hoodie, das geht dann irgendwann auch nicht mehr. Müssen auch Erwartungen dafür. Müssen wir das? Okay, puh, ich muss mir vielleicht das nächste Mal echt ein Hemd anziehen. Keine Ahnung, mal gucken. Das finde ich, ich finde dein T-Shirt super. Dankeschön. Ich zeige das mal gerade auch in die Kamera. Wir essen jetzt Opa. Satzzeichen retten Leben. So, ich würde jetzt als ersten Schritt machen, unsere Ressourcen angucken, ne? Mhm, sehr gern. So, 50 Tage vor dem Versand. Also wir müssen 50 versenden. Wir haben jetzt, weil wir unsere Produktion hochgedreht haben, 48. Okay. Ich fürchte, wir müssen noch einmal auf intensiv bleiben. Ah, wir haben wahrscheinlich Zustimmung bei den ganzen Bezirken eben am Ende vom Tag 18 verloren. Minus 2, weil wir die Produktion auf intensiv haben. Das stimmt, wir stressen die jetzt ein bisschen genau. Sehr vielleicht auch. Ja, ich fülle erstmal auf den Bedarf. Mhm. Hier haben wir 6. Den müssen wir wahrscheinlich hochhalten, Treibstoff. Ja. Oh, hier müssen wir... Nee, bei den Medikamenten könnten wir eventuell... Nee, können wir eigentlich nicht. Und die Zustimmung der Partei, das könnte daran liegen, dass wir die anderen Städte ja jetzt auch stressen, weil wir deren Betriebsmodus auch hochstellen. Ja. Puh, ey. Ich habe jetzt in alles reingebuttert und ich glaube, wir brauchen auch noch... oh Mann, wir müssen hier auch hochgehen. So, und dann haben wir noch 6, richtig? Hä? Ah, ich habe nur laut gedacht, Verzeihung. So finde ich das gut. Dann haben wir noch 6 in der Hinterhand. Irgendwie. Und ich würde vielleicht sogar... denen nochmal 3 mehr geben, damit sie 3 auf Lager haben, die uns die Werkzeuge herstellen, damit wir unsere Produktion lassen können. Und wir behalten 3, weil wir kriegen 48 zurück und wir müssen 50 verschicken. Wir könnten hier einen sparen, meinst du, Horsti, schätze ich. Bei den anderen finde ich die Plus-Sachen ganz okay und ich würde vielleicht dann tatsächlich noch einen bei Altstadt drauflegen, damit wir hier oben +2 haben. Dann haben wir hier überall Plus.
Ja, aber ich fürchte, wir müssen bei denen hier alle auf Betriebsmodus hochgehen. Es hilft alles nichts. Ich weiß nicht genau, wie das mit den 50 in einem Tag genau aussieht, aber ich fürchte, wir müssen die 6 behalten. Ja, weiß ich nicht genau. Horst, die würde gerne die Produktion entlasten. Das Ding ist, wenn, dann können wir nur überall gleichzeitig die Produktion entlasten, oder? Also unsere Produktion. Wenn wir unsere Produktion entlasten, wie viel kommen da raus? Die von Eisen 2 will er entlasten. Ah, ich verstehe. Hier oben haben wir dann minus 16. Könnten wir machen. Zugänglich und erforderlich. Guter Hinweis, Horsti. Finde ich sehr, sehr gut. Definitiv. Ja, er sagt auch, es ist ein ziemlich starker Regler. Das stimmt schon. Also es gibt ja nur an und aus. Gibt ja kein Zwischending. Ja, und dann würde ich aber tatsächlich auch hier voll reingehen, damit wir diese, damit wir hier einen ordentlichen Überschuss erwirtschaften. So viel ist es nicht, aber plus 4 nochmal. Und bei den anderen können wir uns überall nicht leisten, die Sachen runterzunehmen. Finde ich gut. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Ich habe auch das Gefühl, dass ich anders. Ich denke, ich habe immer noch kein Gefühl für diese Lieferketten, also für dieses System da. Ich auch nicht. Also es ist eigentlich total einfach. Eigentlich ist es einfach, weil jede Stadt liefert nur ein Gut und du musst das irgendwie zusammenkriegen. Viel mehr ist es ja auch nicht. Ja. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es so im Feintuning ein bisschen spezifischer ist. Ja, ich denke auch. Na, wir füllen jetzt erstmal alle unsere Ressourcen von denen hier irgendwie auf, um die dann das nächste Mal zu entlasten und dann werden wir wahrscheinlich mit dem Werkzeug wieder hochgehen müssen. Und uns bleibt nichts anderes übrig, glaube ich, da einmal hoch zu bleiben. Okay. Haben wir das? Der Brief, ne? Das ist Paul Traube. Ich werde verfolgt oder ich werde verrückt. Wohl kaum. Ehrlich gesagt ist mir die Lust an den Ermittlungen vergangen, aber für einen Rückzieher ist es zu spät. Vielleicht geht es ja alles gut, Frank. Setzen Sie sich für mich ein, irgendwo dort. Ich bin ja nicht vollkommen nutzlos. Egal, zur Sache. Der Mord an Caleb Preston. Sie müssen davon gehört haben. Ja, ich weiß, allen wurde gesagt, dass es Selbstmord sei. Großer Blödsinn. Wenn die AIS meint, dass ein Mensch mit 2 chronisch kranken Knien in der Lage ist, selbstständig auf einem Hocker zu steigen und einen Haken für das Seil einzuschlagen, bitte sehr. Auch ich habe kranke Beine und dazu ein nicht ganz eingerostetes Hirn. Deshalb glaubt Traube nicht an schlechte Märchen für artige Kinder. Stattdessen befrage ich alte Damen auf den Bänken und falle jenen mit Anrufen auf den Wecker, die noch mit mir sprechen wollen. Nun denn, Preston stand in Verbindung mit dem Schrottplatz, das weiß ich genau. Er lief ständig in der Nähe von Gerhard Stangl herum, dem Leiter des Schrottplatzes für Eisen und Buntmetalle. Sie müssen wissen, dass diese Jungs jetzt alles annehmen. Gestohlene Gullideckel, abgeschnittene Kabel, Schienen. In die Statistik geht dieser Schrott nicht ein. Er geht direkt in das Recyclingwerk. Unterdessen ruft die Werksleitung weiterhin das für die Planerfüllung benötigte Material im vollen Umfang ab. Ich denke, man muss nicht erklären, in wessen Taschen die Differenz fließt. Natürlich weiß ich nicht, wie der überzählige Schrott sich in Geld verwandelt. Andernfalls würde ich wahrscheinlich auch unter der Erde liegen. Aber jetzt ist etwas anderes wichtig. Preston arbeitete im Transportbüro. Ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten Tim Clayton erlaubte dem Verschiedenen von Zeit zu Zeit seinen LKW für Fahrten zum Wochenendhaus zu nutzen. Tatsächlich beförderte er eben jenen Schrott von der Annahmestelle zum Hintereingang des Werkes. Dort luden Arbeiter die Fracht ab und irgendein Angestellter steckte Preston Geld zu. Es war nicht besonders viel Geld, aber für Schnaps hat es gereicht. Genug, um sich ein schönes Leben zu machen, aber dem war nicht so. Unseren Fahrer hat man, wie es gewöhnlich vorkommt, Unverschämtheit und Gier verdorben.
Er hat verlangt, sein Honorar um ein Drittel zu erhöhen. Als man ihm zu verstehen gab, dass man seine Dienste nicht mehr benötigt, kam er auf die Idee, seine ehemaligen Auftraggeber zu erpressen, womit er auch nicht auf dem Hof prahlte. Einige Tage später erhängte sich Caleb Preston bei sich zu Hause. Den erhängten Körper entdeckte ein Passant. Der Wind wehte die Gardinen beiseite und Preston wohnt im Erdgeschoss. Machen wir eine Pause. Jemand, der dümmer ist als Sie, mag scheinen, dass ich den Genossen Jack Chester, den Direktor unseres Orange-Banner-Werkes, mit irgendetwas beschuldige. Auch wenn ich alt bin, leben möchte ich noch. Deswegen schlage ich als Arbeitshypothese eine übermäßige Selbstständigkeit der Ausführenden vor. Es ist klar, dass es ziemlich viele gibt, die in diese Geschichte verwickelt sind. Deshalb ist es ja wichtig, den oder die Mörder zu finden. Also, mit Preston hatten am Tag seines Todes folgende Personen Kontakt. Puh. Holla. Heidewitzka, ey. Das. Okay, fangen wir an mit Albert Updike. Prestons alter Freund Albert Updike hat in der Jugend ein paar Jahre wegen Taschendiebstahls abgesessen. Es scheint, dass es ihm im Gefängnis nicht gefallen hat oder man ihm dort beigebracht hat, sich nicht erwischen zu lassen. Wie dem auch sei, weitere Rechtswidrigkeiten sind bei ihm nicht vermerkt. Er arbeitet als Wachmann, trinkt, aber macht fast nie blau. Kurz gesagt, ein typischer Werktätiger mit typischer Freizeitgestaltung. Wodka, Hering, große Politik. Auf dieser Grundlage freundete er sich auch mit Preston an. Übrigens haben sie sich am Tag des Todes gestritten und fast geprügelt. Leider. Unsere Menschen sehen derartigen Streit viel zu häufig, um Aufmerksamkeit darauf zu verwenden. Ich konnte nicht herausfinden, worum es in dem Streit ging. Ich weiß nur, dass Preston, der seinen Freund hinausbefördert hat, gegen 3 Uhr noch lebte. Wo er danach war, ist mir ebenfalls nicht bekannt. Albert hat kategorisch abgelehnt, mit mir zu sprechen, in sehr grober Form. Okay, Clemens Campbell. Unser alter Bekannter, Clemens Campbell. Nachbar der ehemaligen Leiterin der Postfiliale. Ja, ich bin auch erstaunt. Der Captain ging etwa eine Stunde nach der Schlägerei zu Preston. Wozu? Er ist doch nicht der Abschnittsbevollmächtigte. In jedem Fall dauerte ihr Gespräch etwa 10 Minuten, nicht mehr, und hatte keinerlei sichtbaren Folgen. Danach wurde Preston lebend gesehen, also denke ich, dass man dem Captain nichts vorwerfen kann. Clemens Campbell, Captain. Ich kann mich nicht erinnern, wer Clemens Campbell war. Ich auch nicht. Also bei alter Bekannter, den müssten wir ja wirklich kennen, dachte ich. Ja. Sozialarbeiter. Am selben Tag spazierte in Prestons Haus ein gewisser junger Mann herum. Hochgewachsen, helle Haare in dunkler Jacke. Er soll irgendeine soziologische Umfrage über irgendetwas Kommunales durchgeführt haben. Ich konnte nicht genau herausfinden, ob über Lampen im Hauseingang oder über den Wasserdruck. Keine Ahnung, wer bei uns solche Umfragen durchführt. Ich habe im Komitee für Lebensunterhalt angerufen. Die sagen, dass sie es nicht waren. Er ging bereits abends durchs Haus. In die oberen Etagen war ihm wohl zu anstrengend. Dort erinnerte man sich nicht an ihn. Mit Eintritt der Dunkelheit flüchteten meine Quellen vor den Mücken von ihren Bänken, weshalb ich nicht weiß, wann dieser Mensch gegangen ist. Puh, die Elektriker. In dem Hauseingang, in dem Prestons Wohnung lag, waren auch 2 Elektriker. Sie haben am Licht gewerkelt. Einen Tag vor Calebs Selbstmord hatte jemand die Kabel durchtrennt. Erstaunlicher Zufall, nicht wahr? Zudem haben sie ihre Arbeit so schlecht gemacht, dass das Licht bald stark zu flackern begann. So musste ein handwerklich geschickter Mann aus der Wohnung Nummer 14 die Arbeit der Vertreter der munizipalen Dienste zu Ende führen. Wie man erzählt, hat er ziemlich geflucht. Das ist alles. Ich hoffe, dass ich auch weitere Briefe versenden kann. Paul Traube. Brrr, was haben wir für Optionen? Die offizielle Anfrage an das Gebietskomitee. Ich bitte, eine offizielle Überprüfung eines der unten aufgeführten Mitglieder der Kommune durchzuführen.
Ubdike, Zechkumpan des Ermordeten, Captain, Besucher des Ermordeten, Sozialarbeiter, der die Befragung durchführte, Elektriker, der die Stromleitung reparierte, in Hinsicht auf Verbindungen zu den unten aufgeführten illegalen Tätigkeiten. Oh, scheiße, ey. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!